Ein Hacksilberschatz aus der Wikingerzeit und die Zeitung titeln Der Schatz des Königs Harald Blauzahn. Kann das sein? Seit gestern sind die Zeitungen voll davon. Auf der Insel Rügen, nahe der Ortschaft Schabrode, auf einem Acker, wurde ein wikingerzeitlicher Silberschatz gefunden. Und gestern war noch die Rede tatsächlich von Wikingerzeit. Heute steht schon überall, das ist der Schatz des Königs Harald Blauzahn. Wie kommen die Zeitungen jetzt darauf? Es wurde also ein Hacksilberschatz gefunden, 500 bis 600 teilweise zerhackte Silbermünzen und weitere zerhackte Gegenstände aus Silber. Von diesen Münzen sind in etwa 100 Stück der Prägung von Harald Blauzahn zuzuweisen, datieren also in die zweite Hälfte des 10. Jahrhunderts. Und diese 100 Münzen, die also im Auftrag von Harald Blauzahn geprägt wurden, das ist auch in dieser Zeit üblich, wenn ich im 10. Jahrhundert König war im Ostseeraum, dann habe ich meine eigenen Münzen geprägt, um meinen Herrschaftsanspruch zu unterstreichen. Diese 100 Münzen also werden nun im Zusammenhang mit dem Namen als Anlass genommen, den Schatz direkt Harald Blauzahn zuzuweisen in der Presse. Das ist natürlich nicht wahr. Also auf keinen Fall kam Harald Blauzahn nach Rügen, nahe dem heutigen Schabrode, und stellte sich dorthin und vergrub dort einen Silberschatz. Das sollte einleuchten. Diese Hacksilberschätze sind in der Wikingerzeit im Ostseeraum absolut regelhaft zu finden. Und ich habe hier mal etwas vorbereitet, wie man so schön sagt. Wir haben hier ein Gefäß. Wenn ich jetzt ein wikingerzeitlicher Schiffsführer bin, dann ist in diesem Gefäß jetzt zum Beispiel meine Ausbeute eines ganzen Handelsjahres, sprich eines Schifffahrtssommers. Ich schütte das hier mal aus. Was kommt da zum Vorschein? Silber. Silber war das Geld, kann man sagen, des Ostseeraums. Denn richtiges Geld, wie wir es heute kennen, also ein an sich wertloses Material, was durch eine allgemeine Übereinkunft wertvoll wird, also die Übereinkunft, dass es Wert hat, so etwas gab es damals nicht. Man orientierte sich am Wert des Edelmetalls, in diesem Fall eben des Silbers. Und da haben wir hier Schmuck aus Silber, Münzen aus Silber. Nun ist es so, dass am Anfang der Wikingerzeit das Silber vor allen Dingen aus dem arabischen Raum kam. Sogenannte Dirham. Ich habe hier mal solch einen Dirham. Damals war die Struktur in den Königtümern, den Kleinreichen im Ostseeraum noch nicht so weit entwickelt, dass man als Herrscher dort regelmäßig selbst Geld prägte. Das begann dann aber spätestens im 10. Jahrhundert und bei den Hacksilberschätzen, die man dann findet, sind auch häufig europäisch geprägte Münzen dabei. Ich hätte hier zum Beispiel einmal eine Münze aus England, die datiert etwa um 1000, also nicht diese Münze, das ist nur eine Replik, aber die Originalmünze. Und die Anzahl des arabischen Silbers in solchen Hacksilberschätzen nimmt dann im 10. Jahrhundert rapide ab und solche Münzen aus dem europäischen Raum füllen das auf, kommen rapide hinzu. Warum Hacksilber? Warum zerhackt man das Silber? Ich habe ja schon angesprochen, es gab keine Geldwirtschaft wie heute. Also man kann nicht sagen, so eine Münze war, weiß ich nicht, 5 Mark oder 5 Euro wert, sondern es ging nach Gewicht. Wenn ich etwas kaufen wollte, dann kostete das so und so viel Gramm Silber. Gehandelt hat man dabei mit solchen Klappwagen, wie wir sie hier sehen, kommen ursprünglich auch aus dem arabischen Raum, haben
dann ihre Verbreitung auch hier im Ostseeraum gefunden und wurden übrigens noch bis in die frühe Neuzeit rein genutzt. Also es ist ja auch ein bestechendes Prinzip. Wir haben hier also zwei Waagschalen. Wenn ich das halte, steht der Zeiger in der Mitte. Dann gibt es solche sogenannten Kugelzonengewichte. Die findet man auch immer wieder archäologisch. Und die waren tatsächlich offenbar und wahrscheinlich genormt vom Gewicht her. Wir durchschauen das archäologisch noch nicht ganz, welches Gewicht jetzt exakt welchen Gewichtswert hatte. Das Problem ist auch, dass wenn man die findet archäologisch, dann sind die häufig sehr stark korrodiert, sehr stark verrostet. Da kann man das eigentliche Gewicht nicht mehr ganz genau feststellen. Aber diese Kugelzonengewichte, die waren regelhaft. Und man kann davon ausgehen, dass jeder Händler solch einen Satz Gewichte hatte. Konnte man natürlich auch schummeln, indem man eventuell schwerere oder leichtere Füllmaterialien reintat. Aber letztendlich funktionierte so der Handel. Wenn ich jetzt etwas kaufen wollte und ich wusste, das kostet so und so viel Gramm Silber, dann nahm ich eben beispielsweise zwei solche Münzen, leg die in eine Waagschale und schau dann mal, wie viel das ist. So. Jetzt sehen wir, hier ist ein bisschen zu viel Silber für diese Gewichte drin. Also das Silber ist schwerer. Und jetzt kommt das, warum man das Silber zackt hat, wenn man etwas weniger Silber brauchte. Dann machte man davon eben ein Stück ab. So, jetzt habe ich hier so ein Stück Silber abgehackt. Nehmen wir vielleicht noch ein zweites Stück ab. So, und jetzt stimmt die Menge und damit wären wir uns über den Kauf einig. Das heißt also, ich bezahle nur das und die gehackten Reststückchen hier, die bleiben mir für einen späteren Einkauf. Und das Ganze machte man natürlich nicht nur mit Münzen, sondern auch mit Schmuck. Ich persönlich habe selbst schon bei Ausgrabungen solche Hacksilberschätze gefunden und es ist erstaunlich, wie stark wunderschöne Schmuckstücke zerhackt wurden. Völlig in Außerachtlassung des Wertes, den die Herstellung eines solchen Schmuckstückes eigentlich innehat, hat man es einfach in ganz kleine Stückchen zerteilt. Das möchte ich mit meinen Armreifen jetzt hier natürlich nicht tun. Was man übrigens auch noch in solchen Schätzen findet, auf den Münzen regelhaft, sind Einstiche. Das heißt also, vor dem Kauf nimmt jemand ein Messer und sticht einmal in die Münze rein. Warum macht er das? Er will sehen, ob die Münze tatsächlich innen drin auch aus Silber ist oder ob nicht eventuell ein unedler Kern hier mit Silbersud überzogen wurde. Eine durchaus gängige Art seit der römischen Zeit, Münzen zu fälschen. Geldfälscher gab es zu jeder Zeit. Diese Stichprobe war also üblich. Ob sich das Wort Stichprobe wirklich davon ableitet, weiß man nicht. Aber es passt auf jeden Fall sehr schön. Ja, was bleibt im Ergebnis also zu sagen? Hacksilberschätze in der Wikingerzeit völlig üblich.
Wahrscheinlich wurden sie vergraben, wenn man gerade in Gefahr war oder irgendwo etwas auf die Bank legen musste, um es später wieder zu holen, denn richtige Banken gab es noch nicht. Und häufig scheint es dann eben so zu sein, dass die ursprünglichen Eigentümer keine Gelegenheit mehr hatten, ihr Silber zurückzuholen oder eventuell es auch nicht mehr wiederfanden. Mag auch sein. Harald Blauzahn jedenfalls hat in Rügen keinen Schatz vergraben, wohl aber Leute, die in der Zeit oder auch kurz nach dieser Zeit lebten und die haben dort eben ihr Silber verstecken wollen und hatten offenbar keine Möglichkeit mehr, es wiederzuholen. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann vergesst bitte nicht, uns ein Like zu geben. Vor allen Dingen vergesst bitte nicht, uns ein Abo zu geben auf YouTube. Wir sehen uns bald wieder zu neuen spannenden Themen. Bis dahin.